Herzlich willkommen zum neuen Video. Leider muss ich mich von vornherein mal entschuldigen, dass es heute nur so ein Video wird, weil ich mit der Liga unterwegs bin, weil ja bei uns viele Leute im Resturlaub sind und teilweise in Kurzarbeit schon. Deswegen muss ich das leider jetzt so machen. Habe überlegt, ob ich das überhaupt so machen soll. Dann habe ich gedacht, bevor wir gar kein Video machen, machen wir es lieber so. Ist immerhin besser wie gar nichts. Jetzt nicht die hochwertigste Version, so, ja, aber wie auch immer. Alles leer. Ich gehe jetzt die Teile abholen beim Schaffack bei der Firma Letev. Und zwar liegen die Teile vom Golf 2 bei ihm im Showroom. Nicht in der Werkstatt, sondern bei ihm im Showroom. Da fahren wir jetzt mal vorbei, zeigen euch mal, was es auch alles gibt und was auch machbar ist. Also bis gleich. So, jetzt bin ich da beim Schaffack. Was mir hier gleich auffällt, also das ist im Prinzip für mich persönlich so wie für manche Leute ein Sexshop, ne? So, das ist der Schaffack, den kennt ihr ja auch vom Batman-Video. Jetzt zeige ich euch mal hier die Teile vom Golf 2. So, da drehe ich mal die Kamera mal am besten rum. So, der ganze Himmel wurde jetzt komplett überzogen, Schaffack, gell? Genau. In Alcantara. Sexy. Auch die ganzen Blenden von dir. Genau, das ist die mittlere. So, das ist die Mittelkonsole. Die hast du jetzt komplett sogar innen drin. Hier komplett innen drin gemacht? Genau. Auf die Innenfläche. Sogar hier. Ablagefläche, ja. Wenn schon. Krass. Denn schon. Mit den schönen roten Ziernähten. Passt perfekt auch zu Alcantara, das, der Kontrast ist so gut gegeben bei dem. Das ist der vom Kofferraumklappe? Genau. Hat er auch. Schick. Das war von der Mittelkonsole. Genau, das ist noch eine kleine Teile hier, die Handbremse. Der Griff, ja. Genau. Und das sind Sonnenblenden. Sonnenblenden, auch mit roten Ziernähten gemacht. Ja, die ABC-Säule. Das ist die B-Säule, glaube ich. Ne? Cool. Das ist die A-Säule? A-Säule, C-Säule. Geil. Jetzt ist wahrscheinlich, wir wollten nämlich dieses untere Teil eventuell abschneiden. Kannst du immer noch. Ja, aber das sieht jetzt so gut aus, das schneiden wir nicht mehr ab hier. So, jetzt kommt noch mal was Geiles. Und zwar. Komplett Armaturenbrett hier. So geil. Mega. Das, was man jetzt hier sieht, was die Chromleiste war. Da kommt dann die Carbonleiste. Mega. Ich wollte jetzt auch nicht zu viel Carbon, weil ich habe auch Bilder mal gesehen, Zweier Golf, die Gurtdinger, das, jenes. Too much. Ja. Ich finde immer, wenn du nur ein bisschen was hast, ich habe ja noch die Seitenverkleidungen in Carbon, es fällt nicht auf, aber wenn du siehst, finde ich es geil, weil manche Leute machen ja alles voll. Ach so, wegen Sitze. Wir haben jetzt keine Sitze gemacht. Ich suche immer noch Sitze, Pole Position Sitze oder diese Edition Sitze, die Recaros. Falls ihr noch was habt, ich brauche auf jeden Fall noch zwei Sitze. Pole Position gerne auch gebraucht, weil die kommen eh wieder hierher. Die können auch Löcher haben. Du machst sie mir eh neu. Kein Problem. So, was haben wir jetzt noch? Das ist der Einsatz hier. Und der ist auch Alcantara. Alles ist ein Alcantara hier. Und dann. Ach, Scheiße. Der Innenspiegel. Schaltkulisse hier. Genau, das ist dann vorne eine Innenspiegel. Genau, die Dreiecke, die habe ich auch nachbesorgen müssen. Ja. So, und jetzt der Teppich. Der Teppich, genau. Teppich, hast du gesagt gehabt, geht nicht in Alcantara. Ja, weil die Basis ist so. Vom Stoff her zu dünn. Ich muss es immer halten, weil ich gerade heute selber alles mache. Soll ich es ein bisschen halten? Alles gut. Also, man muss so sagen,
die Basis war dann schon, also Alcantara an sich ist sehr dünn. Ne? Und dadurch, dass man einen schlechten Untergrund hatte, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, konnte man es nicht gescheit verlegen. Deswegen haben wir umgeswitcht auf den Teppichboden und im Endeffekt ist es auch sehr schön. Finde ich jetzt auch, jetzt hinterher sage ich, okay, mit Alcantara wäre ein bisschen schwierig, wäre halt coole Geschichte gewesen. Ja. Das ist ja der Teppich, was ich dir gebracht habe, den hast du praktisch komplett nochmal neu gemacht. Es geht jetzt im Prinzip darum, ich habe jetzt auch nach einem sauberen Teppich gesucht, aber was willst du für einen Zweiergolf finden? Ganz genau, also da kannst du nichts dafür, deswegen, das ist auch langlebiger, muss ich sagen, in dem Sinne, bei Alcantara musst du halt ein bisschen mehr aufpassen, weil es ist feinfühliger, die Härchen sind da, wenn du mal ein bisschen mit schmutzigen Füßen rein und raus gehst, dann ist es im Endeffekt kaputt ein bisschen, man muss es pflegen. Das ist ja auch nochmal. Und so habe ich jetzt einen Teppich, schwarz, fertig, alles neu. Ganz genau. So, jetzt wollte ich nochmal zeigen. Also im Prinzip haben wir hier komplett aus mehr Teilen, also das Teil ist extra, diese ganzen Carbonleisten, muss man hier, alles was hier liegt, war dabei. Himmel, die Bekleidungen, Heckklappe. Komplette Teppich und Lenkrad, genau, haben wir schon vergessen. Lenkrad, da war das Kunststoff drin von uns, gell? Nein, sonst hätte ich es auch gemacht, wenn man hat. Da muss man mal gucken noch, wo das ist. Das sieht richtig geil aus, vor allem die Nähte hier. Geil. Mega, dann gucken wir mal, wo wir das Ding hier haben. Oh, mein Ding ist auch dunkler geworden. Carbon-Lenkrad. Das ist jetzt für den RS6, wo wir reinmachen wollten. Den hat er uns mal gemacht gehabt. Was der Schaffack jetzt, das ist ja praktisch dein Showroom hier, ne? Das ist nur Showroom hier, genau. Die Bearbeitung machst du ja woanders. Genau, die machen wir woanders. Jetzt zeigen wir mal so ein paar Sachen. Also hier, wie ihr sehen könnt, alles Carbon-Teile. Du machst auch mittlerweile auch eigene Carbon-Teile. Genau, also sprich, eigene Marke, nicht nur jetzt zum Beispiel laminieren oder sonst was, sondern... Genau, also wir haben jetzt auch bei manchen Fahrzeugen jetzt bei, ich sage jetzt mal, mehr 8 Spider, also sind wir dabei, den Spoiler zu kreieren, an der eigenen Marke mit Typabnahme, das ist Plug and Play, alles. Den habe ich ja schon gesehen. Genau, 100%ig Carbon, keine Carbon-Laminierung oder so, das ist dann wirklich echt Carbon. Und es folgen dann noch hoffentlich auch in Kooperation mit dir weitere Fahrzeuge. Was ich aber zu dir gesagt habe, also vom Preise her, habe ich gesagt, wo du mir den Preis von dem Spoiler genannt hast, da habe ich eigentlich gesagt, zu billig. Das stimmt, ja. Ja, ich habe einen Verkaufspreis genannt gehabt und er meinte, ja, du, da musst du den Preis hoch. Stimmt. Ja, war echt zu billig, wenn du so siehst, weil teilweise ist es wirklich so, jetzt beim R8-Fahrer, da sind wir jetzt unter uns ehrlich, wenn ein R8-Fahrer, der beispielsweise 180.000 Euro für sein Auto hingelegt hat, der findet bestimmte Sachen vom Preissegment her zu billig und sagt, das ist schlecht. Kann sein, das stimmt. Ist leider Gottes so. Ja. Deswegen habe ich gesagt, weil die Qualität war mega, habe ich gesagt, hoch mit dem Preis. Ne? So, jetzt zeigen wir mal eigentlich dein Hauptgeschäft. Die Lenkräder? Lenkräder. Ja, ich kann dir mal hier ein AMG vorzeigen. Das Lenkrad war an der Basis, kann man sich so vorstellen, im Prinzip so. Dünn, ganz normales Leder, ganz normales Napa-Leder. Und das haben wir aufgepolstert. Oben und unten mit Carbon verlegt, veredelt, mehrfache Klarlackschicht und dann gesamt mit natürlich Alcantara oder auch Leder möglich, gar kein Problem. 12 Uhr Markierung und die Nähte in Rot gemacht. Ja, so kommt es jetzt zum Kunden. Du könntest theoretisch auch das hier in Carbon machen, genau. Das in Carbon machen, das hier in Carbon oder auch in Wunschfarben lackieren. Ganz genau. Kann ich beides machen. Genau. Kann ich beides machen, selbstverständlich. Was kostet dieses Lenkrad, jetzt, wenn wir vom Basis jetzt von so einem ausgehen, was kostet dieses Lenkrad? Der komplette Preis. Also ohne Lenkrad. Also ohne Lenkrad. Nur die Veredelung kostet jetzt bei dem Lenkrad. Im Moment haben wir auch mit dem Angebot wären es 700 Euro netto. 700 Euro netto? Mit Carbon? Ja, mit Carbon. Okay. Mit Carbon. Also oben ein Carbon, 12 Uhr Ding, aufpolstern, satteln und den passenden Nähten netto. Ist wieder eigentlich fast so billig. Ja, also ich wollte... Du machst ja Menge, du machst ja eine Menge. Ist viel, ja nicht so, dass du jetzt von einem Lenkrad da lebst. Ja. Aber Gott sei Dank. Ich finde jetzt ganz ehrlich, oder sagt ihr mal ganz, ganz ehrlich hier in die Kommentare rein. Moment, ich mach das mal so. Schreibt mal ganz ehrlich in die Kommentare rein.
700 Euro netto sind 830 Euro irgendwo brutto. Ja, oder? Genau. So, 830 Euro. Komplett neues Satteln mit Wunschfarbe. Mhm. Mit dem Ring, mit dem Carbon vorne, oben und unten. 830 Euro. Findet ihr das jetzt zu teuer oder findet ihr das angemessen oder zu billig? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Also ich sehe die Qualität passt. Nur mal Information. Jetzt hätten die Angst, dass wir sagen jetzt alle zu teuer, damit du es mit dem Preis günstiger bleibst. Also ich kann mal ein ganz blödes Beispiel geben. Leute, im Internet gibt es so viele Anbieter bei eBay jetzt etc. Weiß ich ja, sehe ich ja auch immer. Die machen auch Carbon, aber Carbon ist nicht gleich Carbon. Also das Auto ist im Sommer steht es unter der Sonne und wenn die Fenster zu sind, ist es innen mehr als 50 Grad. Ja. Und dann gehst du ins Auto rein, machst die Fenster auf, ballerst die Klimaanlage an, dann geht die Temperatur rapide runter auf angenehme 20, 25, 30 Grad und das muss man erst dieses Material aushalten, diesen rapide Temperaturunterschied. Was passiert da bei schlechtem? Also bei schlechtem Carbon, es reißt. Es reißt nicht mal, bevor man reinkommt. Du kommst der Lack oder was reißt? Lack, Carbon im Grunde reißt schon. Weil die Verarbeitung vom Epoxy, die Mischung vom Epoxy so schlecht ist, okay. Dann reißt schon, du kommst ins Auto rein, du siehst auf einmal, oh Gott, da sind ja Risse drin, weil es die Hitze nicht ausgehalten hat. Mhm. Wenn es die Hitze aushält und du ins Auto reinkommst und du den Unterschied machst mit der Temperatur, dann kann es sein, dass auf einmal auch der gleiche Riss entsteht, weil es nicht die Härte, ja. Diese ganze Härte, auf einmal nicht mehr aushält. Und Leute, es gibt Carbon und es gibt Carbon, also lasst euch nicht täuschen. Wir kennen ja auch, also ich kenne ja auch schon ein paar Firmen, wo die meinen, die müssten für so ein Lenkrad 2.500 Euro kassieren. Ja. Ja. Muss aber nicht sein, dass es besser ist. Ganz genau. So. Ganz genau. Ganz genau. Nee, gut. Dann genauso aber auch, also so Spinnerei kannst du auch machen. Ist es erlaubt? Das ist natürlich jetzt nicht erlaubt. Showzwecke ist das jetzt, ne? Das ist nur für Showzwecke, dass wir das auch machen können. Aber machbar ist es. Also krass. Auch, wir machen ja nicht bloß auch Holz, wir machen auch nicht Carbon, sondern auch Holz. Das ist brutal, ja. Esche, Holz, Silber. Hier haben wir Esche, Schwarz. Machen wir auch. Also Holz und Carbon-Manufaktur. Der kommt auch geil hier. Du könntest, das was du ja, bei welchem Lenkrad hast du es bei uns gemacht? R8, RS6. Wo unten? Nee, Supra. Ja, Logos einpflegen. Ja, Logos einpflegen. Auch hier, du kannst ja auch die Form ändern. Die Form hier ändern und genau. Zwar ein bisschen gerade machen, so wie jetzt ja. Zum Beispiel die da oben. Oder auch jetzt zum Beispiel das hier oder das untere jetzt hier habe ich auch. Das ist erlaubt. Das ist erlaubt, weil wir nicht abflexen. Okay. Flexen tue nur ich, ne? Ich zeige euch mal ein Beispiel. Das war ein ehemaliger, das ist ein Basketballspieler gewesen. Und der hat auch also Hände gehabt, wirklich, das war so. So sieht das Lenkrad aus. Der wollte dann das wirklich, ist das so arg. Das ist brutal. Es ist ein X6M Lenkrad. Ja, das ist doch abnormal fett hier. Ganz genau, weil er auch richtig große Hände hatte. Der kam vor der Tür rein mit gebeugtem Kopf. Und am Ende hat er leider einen Unfall gemacht und hat uns das Lenkrad geschenkt. Aber ist auch für uns jetzt ein Beispiel. Was man machen kann, ne? Also wie man abflachen kann. Das oder? Tun wir mal verhältnismäßig mal zu einem. Wo ist normalen Lenkrad oder willst du jetzt. Eigentlich das Gleiche. Also leg mal auf den Boden ja. Schon. Zeig's euch mal. Moment. Ich kann dir ansonsten mal das gleiche Lenkrad bringen. Ja, jetzt siehst du ja mal hier die Unterschiede. Ja, das ist extrem. Alter Verwalter. Und dieses Lenkrad ist eigentlich noch ein AMG-Lenkrad, also das linke ist dick. Also das ist ein dickes, das ist, ja. Das ist ein G63 AMG-Lenkrad und das ist dick in der Verhältnisweise. Okay. So, du könntest natürlich auch so, wie ich das hier jetzt sehe, hier auch rot. Ja, natürlich. Leder. Und das Ding oben ist auch in Leder, ne? Genau, das hast du gut gesehen, oder? Bei dem Fahrzeug, bei dem Lenkrad haben wir im Prinzip das gleiche Leder in der 12-Uhr-Markierung auch gemacht. Ja. Das kannst du dann fühlen, ist nicht im Carbon drin, kommt nochmal besser zur Geltung, wirkt auch sehr gut. Das ist bei den neuen AMG-Lenkern dann meistens so. Und dann natürlich diese ganzen Holzvarianten, ja. Aber auch nur lackiert. Ja. Das ist jetzt zum Beispiel für mich jetzt auch so ein Fall bei so einem Lenkrad, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt innen drin kein Carbon habe, sondern nur so schwarze... Schwarz Piano nennt es das, wie beim Golf 7 oder sowas. Genau, ne? genau.
Das kann man auch machen, weil viele Leute haben kein Carbon. Und wenn sie dann sagen, hey, wenn ich ein Lenkrad in Carbon habe, muss ich weitermachen. Nur Carbon, Lenkrad und der Rest ist Pianolack. Sieht nicht schön aus, aber in dem Fall können wir auch Pianolack machen. Also Pianolack ist nicht gleich Lack. Also es ist natürlich Lack, aber es ist nicht eine normale Farbe. Ja, ja. Und das sind natürlich die Holzvarianten. Das genau, sieht jetzt trotzdem sportlich aus, ne? Finde ich jetzt durch dieses oben unten ja. Und matt. Mit so einer Frage, wenn der Kunde sagt, ja, er hat aber nur ein Lenkrad. Ich habe, sehr gut, also ich habe viele Lenkräder da. Auf Lager? Auf Lager, ja. Okay. Also viele gängige Modelle haben wir da. Okay. Von Golf 7R bis Audi A3, A4, A6, Mercedes Modelle so. Das ist alles vorgegeben, die haben wir da. Aber wenn es eine Corvette ist, wenn es ein Lambo ist, dann muss ich sagen, müsste der Kunde uns das Lenkrad zuschicken. Okay. Kein Thema, bei manchen Kunden ist es auch der Fall, dass sie dann kein zweites Lenkrad haben zu Hause. Mhm. Ist ja klar, bei den Kunden... Mit Pfand? Mit Pfand, also mit einer gewissen Kaution. Ja. Wenn das alte seins wieder zurückschickt, genau. Und dann spielt es ja auch keine Rolle, in was für einem Zustand seiner ist, oder? Völlig egal. Weil ihr das sowieso wieder neu macht. Völlig egal. Ganz ihr braucht genau. Im Prinzip nur den Rahmen. Ganz genau. Völlig okay. Egal, ob wieder zerrissen ist, ob die Nähte aufgehen. Okay. Alles gut. Was wahrscheinlich sehr oft gefragt wird, ich stehe jetzt mal ein bisschen hinter der Kamera ja, und nicht vor der Kamera, weil es ist ein bisschen einfacher. Airbag. Mhm. Ist immer eine Riesengeschichte, mhm. Weil du kannst hier Beispiel jetzt bei so einem geilen Lenkrad, hast du so ein scheiß Airbag drin. Sieht ja auch scheiße aus. Sieht nicht schön aus, ein Plastik-Kunststoff-Airbag. Also wir sind, ich sag's nochmal, wir sind geschultes Personal, das mit pyrotechnischen Materialien umgehen und handeln darf. Okay. Wir haben jetzt das Thema kürzlich mal gehabt, deswegen werden wir jetzt ca. 10 Airbags TÜV Süd zuschicken. Wir sind gerade noch im Besprechen, wie wir es machen. TÜV Süd hat eine Prüfstelle in Tschechien, wo das Ganze explodiert wird und getestet wird. Und dann bekommen wir hoffentlich auch noch dazu ein TÜV-Gutachten, dass unsere Airbags natürlich, also beziehungsweise okay. Nicht die eigengemachten Airbags, sondern die gesattelten Airbags, ja, dass ja. Sie auch noch funktionieren. Okay, super. Hast du mal so ein Airbag mal da? Ja, ja, hier ist doch einer, oder? Genau, das wäre zum Beispiel jetzt einer. Ich nehme immer. Oder jetzt auch hier so einen. Okay. Und zum Beispiel Airbag muss draufstehen. Airbag muss draufstehen, also man kann. Also viele Kunden sagen, hey, ich möchte es sauber haben. Deswegen legen sie Wert darauf, dass kein Logo drin ist. Moment, ich kriege ihn nicht rein. Warte, gibt's mehr? Ich hab's nicht so. Mit Löchern. Ja, also. Gut, das ist jetzt eine Attrappe hier, aber genau. so könnte auch ein Lenkrad ausschauen. Und gut, bei dem jetzt nicht, aber du hast ja bei meinem hast du ein Logo reingemacht, ne? Ja, bei dem R6-Lenkrad haben wir ein Logo gemacht, beim super, genauso, genau. Ich zeig's euch nochmal. Hier. Das heißt, du kannst jetzt auch hergehen und hier, da kommt dann so ein Aufkleber drauf und dann machst du einen Klarlack drüber. Ganz genau. Da könnte man auch x-beliebiges draufschreiben. Okay. Alles mögliche. Wir haben ja nicht auch bloß, das ist ja zum Beispiel Silbercarbon gewesen, was wir für dich dann lackiert haben. Ja. Es gibt auch Blaucarbon. Ne? Also es gibt ja, auch ja, ja. Rotcarbon. Ich kann dir mal hier ein Beispiel zeigen. Übrigens machen wir auch, das zeige ich dir auch noch gleich. Das ist zum Beispiel jetzt Weinrotcarbon. Sieht gleich auf dem Bild ein bisschen pinkig aus. Ja. Ja, aber das ist Weinrot von einem Smart Bravos. Mhm. Haben wir gemacht. Das ist im Prinzip das gleiche Carbon, was du hast. Ja. Hier. Aber es gibt auch strukturiertes Carbon, sprich, das sind so blaue, beim RS6 zum Beispiel, Abt, das sind blaue Faser drin. Ja. Machen wir auch. Gibt es auch bei uns. Okay. Am besten im Instagram. Bei euch, Instagram, da hast du viele, viele verschiedene Lenkräder genau. Drin. Also die können ja auch jetzt ein AMG-Lenkrad jetzt da raussuchen, theoretisch, und genau. Sagen, so will er für sein Golf-Lenkrad haben. Ganz genau. Gut, ja. Ich freue mich auf jeden Fall über diese Teile hier. Da sind wir gespannt, weil der Golf wird langsam komplett. Oh, haben wir jetzt einen Preis gesagt dafür? Haben wir nicht gemacht. Ohne Sitze, also es fehlen jetzt lediglich Sitze und die Türverkleidungen. Sitze fehlen, Türverkleidungen fehlen. Ansonsten ist das Auto komplett hier. Ja, so liegen wir ungefähr bei, jetzt sagst du vielleicht, ist es wieder zu wenig, aber ja, sag mal. Bei 4.000. Netto? Ja, netto.
netto. Also 4,8 ungefähr brutto? Ja, genau. Gut, es ist jetzt keine, also sind die ganzen Teile, wo wir hier sind, mit diesem Carbonleisten, genau, mit diesen Teilen, was da oben liegt, außer das Lenkrad natürlich. Dach, da, Boden, Dach, Fußmatten, Fußmatten, die Bekleidungen, hier das Teil und das Lenkrad natürlich. So. Das Lenkrad, genau. Ich finde es jetzt angemessen, wenn jetzt noch zwei Sitze dabei gewesen wären. Das ist immer auch so eine Sache. Sitze, es gibt Sitze und es gibt dann wiederum wieder Sitze, weil okay, bei Sitzen, so, muss man sagen, bei alten Sitzen, bei alten Fahrzeugen, sind meistens die Polsterungen schon so kaputt, wenn man es wieder abzieht, dann bröselt es schon ab. Aber kannst du mal rechnen, pro Sitz auch nochmal 500 bis 700 Euro pro Sitz. Beleder. Und auch kurze. Pro Sitz. Ja. Je nach Modell und wie er es gerne hätte. Ja, ist aber wieder zu günstig. Also ja, netto. Wir reden immer von Nettopreise hier. Also 500, theoretisch zwei Sitze, 1000 Euro netto. Wenn es ganz simpel ist, wenn es ohne Simple Sachen ist. Genau. Ohne jetzt Schnickschnack, ganz genau. Andere Muster ganz oder so. Genau. Okay. Ja. Ihr könnt das alles auch mal auf Papier bringen oder ja. Muster, Bilder schicken, Fotos schicken, wie ihr sowas gerne hättet. Und dann könnt ihr auf jeden Fall so Angebote kriegen. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass ich jetzt bei Ihnen bin, wird aber auch nicht das letzte Mal sein. Dann freue ich mich drauf und wir laden die Dinge ein. Was machst du mit den Tachos, weil ich jetzt da hinten Tachos sehe? Ja, das ist eigentlich früher gesagt Teile von uns. Wir haben früher die Scheiben gewechselt und dann waren die Tachos hat nicht funktioniert, ja, okay, und so weiter. Das ist früher ganz gemacht, nicht mehr. Ja, gucken wir mal, was für Tachos das da noch sind. Dann seht ihr, wie viel früher das war. Das ist jetzt vom? Ja, das ist vom Audi. Das stimmt, welche Audi war das? C5? Das war der glaube ich, der B4, kann das sein? Hier haben wir einen ganz alten Strich 8. Da nochmal die 124er. Ja, genau. Das ist BMW. BMW, ja. C-Klasse, alte Meile. Ja, scheiße. Okay. Hier haben wir noch ein ganz altes Tacho stehen. Voll verstaut. Okay. Die habt ihr früher so gemacht? Ja, genau. Jetzt nicht mehr. Ist auch alte C-Klasse. Also SLK. SLK. Mhm. Ja gut, dann bedanke ich mich. Wir werden die Sachen jetzt einladen und dann geht es schon wieder zurück. Wir haben ja den E30 auch bei uns und da werden wir auch die Teile machen. Die sind ja teilweise schon da und ein paar Teile fehlen noch, die hätte ich auch mitbringen können. Wieder verpeilt. Okay, also vielen Dank, Schafak. Gerne, ich danke dir. Wie gesagt, hier melden. Er ist auch umgänglich. Ich weiß noch, ob er handeln mag. Das müsst ihr selber ausprobieren. Aber ganz ehrlich, bei den Preisen, also ich finde jetzt die Preise hier echt nicht teuer. Und vor allem, ihr habt eine Person dahinter und ihr schickt sie nicht irgendwo in Buxtehude und... Ganz genau. Also, bis dahin. Ciao. Ciao, ciao. So, jetzt bin ich wieder im Geschäft angekommen und habe mir die Teile mal so ein bisschen zurechtgelegt. Also ich finde das jetzt wirklich ungewöhnlich schön, so schön... Eigentlich wieder fast zu schade alles, ne? Aber ich freue mich auf den Innenraum. Ich freue mich auch, dass es wirklich nicht so viel Carbon ist. Es sind nur so Kleinigkeiten, wirklich Kleinigkeiten. Da kommen noch ein, zwei Kleinigkeiten in Carbon. Ansonsten finde ich das hier echt gelungen. Der Himmel selber hat jetzt nicht mehr reingepasst. Ist aber jetzt nicht schlimm. Den bringt er mir morgen. Und ich hoffe, es war für euch auch bisschen interessant, mal das so vor Ort ein bisschen zu sehen und live zu sehen. Klar gibt es Sattler, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ich halte halt viel von Sattler, die mir das geben, was sie versprechen und Preis-Leistung natürlich auch passt. Muss nicht immer teuer sein, wenn etwas gut sein soll. Dann zeige ich euch mal die Teile nochmal detaillierter und verabschiede mich hiermit. Ich wünsche euch was, bleibt gesund, bis dann. Ciao.